Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch kurz zeigen, wie wir unter Windows 10 Speicherplatz automatisch freigeben können, wenn die Festplatte voll ist. Ja, ich denke, dass jeder oder fast jeder von uns dieses sogenannte Low Disk Space Problem kennt. Ja, wenn die Festplatte einfach knacke voll ist. Hier, das ist jetzt hier eine Windows 8 Maschine, hier, wir kennen alle hier dieses Tool hier, ich denke das ist das hier, genau, diese Datenträgerbereinigung, ja, von Microsoft, das bei allen Versionen hier mit dabei ist. Allerdings müssen wir hier selbst daran denken, ja, wir müssen das manuell ausführen ab und zu, beziehungsweise spätestens dann, wenn die Festplatte ganz voll ist. Hier sammeln sich mit der Zeit schnell einige Gigabyte, ja, das ist keine Seltenheit, wenn wir das nicht ab und zu machen. Genau, was ich aber euch zeigen wollte, ist, wie wir das, also ab Windows 10 können wir das so einstellen, hier über die Einstellungen irgendwo, oder ja, hier über, ja, Windows Einstellungen, hier unter System, und hier haben wir genau Speicher, zack, einfach draufklicken, und hier haben wir Speicheroptimierung, ja, die Option, hier können wir, ja, das steht schon, Windows erlauben, automatisch Speicherplatz freizugeben, indem nicht mehr benötigte Dateien wie temporäre Dateien und Inhalte im Papierkorb gelöscht werden. Das kann man übrigens, das jetzt nebenbei, nochmal vielleicht ein bisschen vorbeugen, indem man hier auf dem Papierkorb mit der rechten Maustaste auf Eigenschaften und die Größe hier ein bisschen kleiner macht. Standardmäßig ist das hier auf jeden Fall mehr als 100 MB. Das wird jetzt vom System reserviert. Ja, ist auch vom Festplatte weg. Okay, das war jetzt... so nebenbei, hier genau, das müssen wir hier aktivieren, diese Option hier, das habe ich, ja, das kennt vielleicht nicht jeder und ist sehr nützlich. Hier haben wir noch ein paar Optionen, Speicherplatz verwalten, das kann ich jetzt hier aber nicht, weil ich habe jetzt hier nur ein Laufwerk, genau, das ist jetzt hier eine virtuelle Maschine. Speicherort ändern, Standard Speicherorte ändern, ja, wenn wir neue Apps installieren, wo sie gespeichert werden sollen oder Bilder downloaden und so weiter hier, damit vielleicht, also wenn wir eine zweite Partition oder Festplatte haben, damit unsere Systempartition hier 10 nicht so schnell voll wird. Okay, und hier haben wir Freigaben von Speicherplatz ändern, Speicheroptimierung, ich aktiviere das einfach mal. Und genau, hier haben wir nochmal die Möglichkeit auszuwählen, ja, temporäre Dateien löschen, die von meinen Apps nicht verwendet werden. Ja, die bleiben für immer und ewig drauf auf dem Rechner meistens und nehmen Speicherplatz halt weg. Dateien löschen, die sich länger als 30 Tage im Papierkorb befindet. Das ist auch eine gute Idee. Und hier haben wir nochmal, löschen Sie Dateien in Ordner Downloads, die 30 Tage nicht geändert wurden. Hier ist ein bisschen Vorsicht geboten, ja, wenn wir da die Downloads, alle unsere Downloads in den Ordner da behalten und die wir auch brauchen, dann natürlich hier den Häkchen rausnehmen. Ansonsten, ja, ist auch sehr zu empfehlen, dass die Downloads irgendwo anders auf eine andere Partition oder Festplatte gespeichert werden, damit die Systemfestplatte, wie gesagt, nicht schnell voll wird. Ja, hier meistens bleiben auch Downloads, die wir auch gar nicht mehr nutzen und brauchen, irgendwie ewig gespeichert hier in den Ordner. Und die werden dann auch gelöscht. Hier haben wir nochmal auch die Möglichkeit, manuell hier jetzt Speicherplatz freigeben. Ich mache das jetzt mal, ja, und genau, hier dies muss eingeschaltet sein, hier diese Speicheroptimierung aktiviert, und dann müssen wir halt nicht mehr so daran denken, wenn die Festplatte voll ist, dann wird Windows automatisch diese Dateien hier alle löschen und ja, mehr Speicherplatz freigeben. Genau, das war es auch schon alles. Ich hoffe, dass es euch ja, geholfen hat.
Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.